Und hallo, Ja, da sind wir wieder bei super. Let's Play Together World of Warcraft. Wir haben heute ein bisschen mehr Gäste dabei, auch wenn sich einer davon gleich wieder verpisst. Ist egal. Ja, aber eine Sache Sehr kurz. freundlich. Halt Ja? bitte die Klappe, wenn ich dich unterbreche. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Und gut, jetzt reden wir über das Thema weiter. Also, Kiss Exist, das ist wirklich extrem seltsam. Vor allem, dass die Eltern so das alles tolerieren und denen seine drei besten Freunde ihn total fertig machen. Weil irgendwie jeder auf den seine beiden Stiefschwestern steht, aber die stehen nur auf den und das ist so krank. Ich frage mich immer noch, warum zur Hölle ich das geguckt habe. Ich würde ja Das sagen, frage ich ich war mich jung. auch. Ich würde ja sagen, ich war jung und brauchte das Geld, aber ich habe kein Geld dafür bekommen. Pubertät? Nein, nicht mal das. Ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt nichts anderes, was ich gucken konnte, weil ich habe nichts anderes gefunden und dachte mir dann, okay. Und dachte mir nach jeder Folge, es kann nicht schlimmer werden, es kann sonderbarer werden, aber es wurde immer sonderbarer und da war dann einfach nur noch dieses What the fuck in meinem Kopf, was mich dazu gebracht hat, das weiterzugucken. Und dann irgendwann habe ich auch aufgehört damit, weil So, es damit war einfach. diese Folge nicht noch sonderbarer wird, schalten wir jetzt rum zu Sinnoh. Es Ja wird gut, noch wunderbar, vertraut mir. wir machen heute auf jeden Fall erstmal ein paar Quests hier in Suldrak, Amphitheater der Agonie. Ja, den ersten haben wir hier schon gerade mal so verprügelt, während Crow im Hintergrund Alleinunterhalter gespielt hat. Ja. Vor allem jetzt hat mir Garunt ja wenigstens noch geholfen. Aber das war ja auch keine WoW-Aufnahme. Aber ich kannte den Anime auch nicht, über den du geredet hast. Sexist. Ja. Den musst du auch nicht kennen. Das ist extrem seltsam. Und dabei bleibt's. Ja. Ach ja, nochmal für die Zuschauer, die dann auch, falls dann schon das draußen ist von Advanced Warfare, wo Garun und ich dabei waren, Nein, und ist das es hier. noch nicht. Okay. Das dauert noch ein paar Monate. Ich bin mit Advance, was mit den Aufnahmen so weit voraus, dass Gut, ich würde es auch wer bist du jetzt begrüßen, halt? wenn du es nicht Advanced Warfare nennst. Dual Strike. Advanced Warfare, Dual Strike. Advanced Warfare war doch Call of Duty, hätte ich gemeint. Ja, Ja. deswegen. Ah, scheiße, wie hieß das Game nochmal? Call of Mutti Homecoming. Nein, ja. Nein, nein. Ja, egal, scheiß auf. Wie geht, was ist das denn? Ein Wasserelementar. Ja. Und jetzt ist es wieder ruhig, wenn ich nicht gerade reden würde. Ich habe gestern von einem Pokémon-MMO geträumt, wo jeder ein Pokémon spielt und die verschiedene Rollen hatten. Und ich habe einen Heiler gespielt. Also Okay. was sind Schanera oder ein Hightera? Oder ein Ordoch. Oder ein Ordoch. Makwana wird aber auch gehen. Widerlich! Felinara geht auch. Ziemlich alles, was Wunschtraum kann. Machst den Scheiß kaputt, mein Pfandflamme geht auch so. Und Garon, was war Kili bei dir in dem Weiß ich Turm? nicht. Ich weiß nicht mal, wer alles mitgespielt hat. Das war so. Ich habe nur von dem Spiel geträumt, dass das auch irgendwie auf so einer alten Spielkonsole gespielt wurde. War ich dabei? Weiß ich nicht. Wir sind nur Du hast zwischendran die mich nicht mehr Batterien rausge. lieb. Du Wir hast sind nur die gesagt, du Batterien liebst mich und ich rausgefallen wollte ganz, ganz zwischendrin. viele Kinder haben. Das So. Oh Gott, jetzt mache ich mir echt Gedanken. Was? Du hast anscheinend nicht mitbekommen, was ich gesagt habe, aber Kilian und Chrissy Ja. haben es bekommen und dann, als ich fertig war damit, war es kurz leise und dann hast du ja gesagt. Jo. Das Jo. ist echt frustrierend. Warum muss das frustrieren? Dann sagt doch sowas nicht. Du weißt ja gar nicht, was ich gesagt habe. Irgendwas mit ganz, ganz vielen Kindern. Jetzt kommt Urf. Ja, ich habe gesagt, ich dachte, du liebst mich. Du hast gesagt, du liebst mich. Und wir wollten ganz, ganz viele Kinder bekommen. Dann haben die gelacht, dann war es kurz leise und hast du gesagt, ja. Hey, ihr Pinguine. Pinguine Agro! Danke. Oh Gott. Okay.
erinnert mich daran, nie bei Garon zu übernachten. Man kann auch Kinder adoptieren. Ja, aber trotzdem. Es hat mir schon gereicht, dass ein guter Kumpel von mir, als ich bei dem übernachtet habe, als ich aufgewacht bin, auf einmal hinter mir saß und einen breiten Grinsen Bilder von mir gemacht hat. Ja. Glaub mir, es gibt noch viel, viel gruseligere Sachen. Ja. So, dann gehen wir am nächsten aufs Maul. Die Arena ist ja easy. Ja, wenn man einen Tank, Heiler und einen DD hat, schnell, ist das sehr einfach. Da fliegt einer rum, wir müssen den vorher anhalten. Der Mob gehört sowieso. Ich weiß warum mein bester Freund immer noch Bilder von mir und meiner Ex-Freundin auf dem PC hat. Das ist wirklich gruselig, ja. Naja. Oh, dreifach Proc. Dreimal Schild der Rechtschaffenen hintereinander einsetzen können gerade. Brr, Moonfire, brr, Moonfire. Ah, Moment, ich bin ja gar kein Dudu. Der Dudu steht da. So, jetzt müssen wir Michi wieder insgesamt ein Dudu sein. Brr, Wiederherstellung. Alle abgegeben? Ja. Okay. No. Diesmal war ich schneller. Sind wir eh schon beim letzten. Also wenn du dich immer freust, wenn du schneller fertig bist als die anderen, dann... Ja. Ich hab schon drauf gewartet, dass wir auf die Vorlage reagiert. Ja, wenn du die Vorlage lieferst, dann darfst du nichts anderes erwarten. Also, Michi, um es festzuhalten, ich bin ähnlich wie Exe. Was war das? Da war ein Level 100er. Ja, das ist doch langweilig. Bis spucken. So. Schnell ging es über den Roll vom Dunkelmond. Einfach so. Dunkelmond, ja, da ist raufhin, irgendwas so cooles Style hier. Ich hab meinen dämonischen Zirkel, noch ein Spielzeug. Schick, schick. Langwaffer 2. Gibt's das Uckergebräu vom Aufhest eigentlich noch? Welches? Was? Meinst du das? Oder einen Schluck von trinkst und sofort kotzen musst? Die Dunkelmond-Spezialmischung? Das könnte sein. Naja, von dem brauchst du 3. Aber das Zeug kostet trotzdem nur 50 Kupfer. Hm. Oh, da freue ich mich, wenn ich dann wieder anfange mit WoW. Einfach, wenn dann Braufest ist, einen Vorrat davon anlegen und allen auf die Füße. Ach, hol dir einfach das Braufest-Fässchen und das Braufest-Fässchen Pony und dann hast du einen Endlos-Vorrat davon. Oh, geil. Ich höre den Leuten so, ich sag ihnen, dem ich einfach nur in irgendwelchen Instanzen als herumlaufe und kotze. Wo fliegen wir jetzt eigentlich hin? Also ich flieg zu der nächsten Taverne. Zur nächsten Taverne, okay. Wir fliegen nirgendwo hin, wir gehen in die Inni. Ja, aber werden wir in die Inni gehen? Irgendjemand hat mich auf irgendeinem Profil besucht und ich habe halt gelesen, Abend, also da stand Abendrot hat ihr Profil besucht. Ich habe aber Abendbrot gelesen. Ich finde es mal wieder faszinierend, dass von den 3 Innis, in die wir kommen könnten, jetzt die einzige kommen, in die wir schon waren. Wir waren da schon? Ja, wir waren hier schon. Oh, so. Letzte Aufnahme. Naja, stimmt, da war irgendwas. Da haben wir 2 Innis gemacht. Warte mal. Wo hat die Person dein Profil besucht, dass es dir angezeigt wurde, dass diese Person dein Profil besucht hat? Tja. Das, wenn du jetzt wüsstest, ne? Ah. Warum werde ich angegriffen? Hm? Warum nicht? Was? Von einer Spinne. Bedank dich doch. Dadurch, dass es sich angreift, zeigt es, dass es die Aufmerksamkeit entgegenbringt. Ich bin im Markt, dich. Ja. Wo kommt denn die Spinne überhaupt her? Ich kann mich nicht erinnern, dass in dem Gang irgendwo mal Spinnen gewesen wären. Umarm mich lang und fest. Wo ist der Leprognom? Chaos Bolt. Feuersbrunst. Ach ja, wenn irgendjemand eine unsichtbare riesige Ninja-Spinne findet, sag mir Bescheid. Die gehört mir. Nein, ja, die gehört wirklich mir. Die ist mir ausgekommen.
aus meinem Zimmer entflohen. Ich weiß nicht, sie sind unspannend, sind Ninjas. Das heißt, man sieht sie doppelt nicht. Das ist ach ja. So, wollen wir es diesmal nochmal versuchen, den ganzen Raum zu pullen, oder soll ich es lieber lassen? Ach ja, das Cards Against Humanity spielen gestern war auch witzig. Du hast Cards gespielt gestern ohne mich? Ich war auf dem The Floyd Community TS, da hättest du da vorbeikommen müssen. Und der es angeleitet hat, also ich hab, ja gut, das war ich, der es im Endeffekt angeleitet hat, aber der dann alle dazu gebracht hat mitzuspielen, das war okay, auch ein jetzt Pokémon-Fan. Okay, jetzt hat irgendjemand alles gepullt. Ich war's nicht. Ich war's auch nicht. Hoffe ich zumindest. Tentakel. Wird mich überraschen. Is easy, go go, ok ok. Gut. Noch mehr. Sondern alle Kinder, die jetzt bei Tentakeln an etwas Bestimmtes gedacht haben, schämt euch. Wir haben die hier schon öfter Hentai-Tentakel genannt, das ist, ach so. Unsere Zuschauerschaft ist aber auch versaut. Ja gut, wenn das Ding schon Tentakel hervorruft, das ist eine perfekte Vorlage. Aber hey, wir könnten die Zuschauer ein bisschen verstören, indem wir einfach mal jetzt bei diesem Video ein Wochenende mit deinem Bruder verlosen. Moment, wer würde so etwas gewinnen wollen? Ich meine, mein Bruder, gut. Die Leute, die deinen Bruder nicht kennen. Die kennen alle, die hier zuschauen, weil der war gerade in der letzten Folge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt noch in der 101. sind. Wenn wir schon in der 102. sind, dann ist es die vorletzte gewesen. Da war er nämlich mit drin, mehrmals. Und in einer Aufnahme war er sogar halbnackt. Ich geht. Ja. Achso, stimmt, die habe ich ja sogar gesehen. Das habe ich sogar schon gesehen. Naja. Wir hatten ja unser schönes Special. Obwohl, das wievielte Mal, dass er halbnackt war? Der rennt hier doch ständig halbnackt rum, aber als er dann festgestellt hat, dass wir hier gerade aufnehmen, hat er Panik bekommen. Also nur so als Vorschlag. Bist du eine Kategorie Menschen, die sich freuen würde, ein, sag ich jetzt mal, Date mit deinem Bruder zu gewinnen? Na, da kenne ich so einige. Es gibt Leute mit komischen Fetischen. Nicht nur komische Fetische. Psychologen würden sich bestimmt auch sehr darüber freuen. Also mein Psychologe, also mein Psychotherapeut hat sich sehr für mich gefreut. Ja, da hat eine 3 Jahre lange Warteliste und ich habe dann durch eine Bekannte sofort ein Vorstellungsgespräch bei dem bekommen, der hat mich sofort behalten. Das spricht jetzt nicht gerade für dich. Psycho! Aber das ist schön, als ich erstmal bei ihm war, hat er mir geraten, alle Leute, die mir auf den Sack zu gehen, einfach in die Fresse zu schlagen. Und das so lange, bis sich das ändert. Das ist... Das Blöde ist, ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt, seltsam, meine Mutter hat mir selber empfohlen. Siehste, also hilft's doch. Mami hat doch immer recht. Moment, ja. Ich hatte auch mal kurzfristig was mit einem Psychologen zu tun. Ich habe ihm 5 Minuten irgendwas erzählt und habe mich dann vor den Rechner gesetzt und Harry Potter gezockt. Okay. Ist das die richtige Handhabung von den Idioten? Nein, ich glaube nicht. Außerdem, mein Therapeut ist kein Idiot. Da hat früher, eine Band, die haben Hardrock und Metal gespielt, der spielt immer noch E-Gitarre. Ja. Ich hatte einen Kirchenputzi, der meinte, mich behandeln zu müssen. Gott. Ja, ich sag ja, Idiot. 5 Minuten zulabern über Gott und die Welt und weiß der Geier was, alles, was nur nicht mit mir zu tun hat. Ich fange schon das Lachen an, wenn einer erzählt, dass er Theologie studiert. Ich würde spätestens 5 Minuten, bevor ich mein erstes Gespräch... Oh Gott. Nein. Also ich werde frühestens 5 Minuten... Vor dem Gespräch mit einem Kirchentherapeuten wird dann wahrscheinlich schon auf dem Scheiterhaufen landen. 5 Minuten bevor das Gespräch anfängt. Verbrennt die Hexe. Ich bin Informatiker. Formatiert ihn. Ja. Kiki kann mich noch wiederholen. Wir sind jetzt schon Level 76, aber ich finde Hexe einfach scheiße. Habe ich jetzt einfach mal überhört. Ja, dann spiel was anderes. Spielst dir dann nebenbei hoch bis auf das Level, wo ihr gerade seid, und spielst dann mit dem weiter. Wir können ja mal eine Umfrage in den Kommentaren starten, die sowieso niemand macht, aber. Genau. Ja.
Was soll Chrissy im nächsten Let's Play spielen? Gar nichts. Entschuldigung. Ich mach mit 50 Fakes-Account mit bei der Umfrage. Ihr werdet alle als Classic-Paladin rumlaufen. Nein, ihr werdet alle als Classic-Paladin rumlaufen. Wir können schon mal ein Let's Play auf dem Classic-Server machen, also das geht schon. Ich hab da so einen. Dann machen wir aber die Classic-Paladin-Only-Challenge. Also ich hätte, sogar Lust, ein Classic-Paladin zu spielen. Zum Level gehen die noch, aber... Also Let's Play hätte ich sogar Lust, ein Paladin zu spielen als Heiler. Wahrscheinlich wird er den Krieger und das mir sinnlos auf die Presse hauen. Ach ja. Ich stecke im Zaun fest, so ein Scheiß. Chrissy, wie schaffst du das jedes Mal? Jetzt mal ernsthaft. Hat er dich jetzt wenigstens wieder rausgeführt? Ja, ich hab ihn. Mir brennen die Augen. Steckt er immer wieder im Zaun fest? Du willst gar nicht wissen, was dem hier schon alles passiert ist. Schau einfach mal das komplette Let's Play durch oder zumindest die 100. Folge, sobald die irgendwann mal raus ist, weil wir haben heute noch den 31. Januar, die 100. Folge kommt am 19. Februar. Okay. Mir brennen schon wieder die Augen, so schlimm ist das Spiel doch nicht. Witzigerweise am selben Tag, an dem Pokémon Super Mystery Dungeon rauskommt, ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich das genau so hingelegt habe. Ja, und lass die Finger aus den Augen, dann brennt es auch nicht so sehr. Karotten sind doch nicht so gut wie für dein Augenlicht. Zumindest nicht, wenn sie dir in die Augen schießt. Carrots are good for your eyesight. In life. Ja. Oh Gott. Also geil war ja das, wo wir da waren, wo ich dann in das Loch gefallen bin und eine Folge lang gebraucht habe, wieder hochzukommen. Das hätte ich ja auch am liebsten ins Best of reingepackt, aber ich hätte eine ganze Folge da reinmachen müssen. Ja, du hättest das machen müssen. Ganz ehrlich, so immer so zwischendrin, so gestückelt, so am Anfang falle ich runter, dann irgendwann mitten in der Folge mal so wieder zurückgeschaltet, so Chrissy ist immer noch auf dem Weg und dann ganz zum Schluss irgendwann so, muss man immer so eine Uhrzeit dann dazu schreiben, er hat es endlich rausgeschafft. Wobei, ich könnte jetzt theoretisch noch umschneiden. Also hey, noch geht's. Chrissy. Mein Cousin hatte auch mal eine ziemlich lange WoW-Zeit und er war dann irgendwann mal mit ein paar Leuten in irgendeiner Instanz, ich weiß nicht mehr wo es war, und die hatten keinen Bock auf den Aufzug zu warten. Also er hat gesagt, mein Cousin hatte keinen Bock, ist einfach runtergefallen, hat kurz vor Aufgaben Federfall angemacht. Denkt sich, ja oh, geil, bin gut unten angekommen, auf einmal guckt er zur Seite und da klatscht der Krieger von denen auf den Boden. Tja, damals gab es wahrscheinlich noch keinen heldenhaften Sprung, oder? Ja! Das ist dieses typische Barlow-Klischee, Krieger sind dumm wie sonst was. Oh, der Mensch ist runtergesprungen, da wird es wohl keinen Fallschaden geben. Springe ich auch hinterher. Ja, es gibt momentan so ein paar Orte, wo du keinen oder nur sehr stark reduzierten Fallschaden kriegst, wenn du irgendwo runterspringst. Bestes Beispiel ist der Aufzug in der Schwarzfestgießerei. Da, wenn du runterfällst, da kriegst du zwar Schaden, aber bringt dich nicht um. Gut, der Krieger ist gestorben. Und er hat sich gewundert, warum keine Sau aus der Gruppe hinterhergesprungen ist. Aber hey, immer noch besser als der Typ, den er dann im TS hatte, der sich vergessen hat zu muten, während er sich einen runtergeholt hat. Widerlich! Der Idiot hat einfach nur den Sound, den er hört, ausgemacht, anstatt das Mikrofon. Und er hat nicht gehört, wie die den alle auslachen. So ein Trottel. Muss da erst einmal zusammenbringen. Ich kann bloß das, wo einer vergessen Zeit und TS rausgeschaltet und man gehört hat, wie er mit seiner Freundin Sex hat. Ja komm, die 3 Sekunden. Ja, das hätte ich bestimmt auch gedacht. Ja. Ist ja nicht schlimm, die 3 Sekunden, die sie mitbekommen haben. Ja, Anekdote von mir selber. Ich am Raiden. Mit dem lieben Sascha, wir am Raiden, gleichzeitig im Skype, aber noch am Quatschen. Und ich läster gerade über einen unserer Mitraider und drück dabei natürlich dummerweise die Push-to-Talk-Taste. Oh Gott. Oh. Mai, ich soll das hören, dass er nichts kann. Ja gut, wir hatten auch mal einen, der ist auf die Toilette gegangen und hatte ein Funk-Headset und hat diesmal vergessen, leider sein Funk-Headset auszuschalten. Oh. Ich wundere nämlich immer noch, wie er es geschafft hat, 2 Stunden auf der Toilette zu verbringen. Guten Tag!
Hier haben wir wenigstens noch Quests. Und da war keine Sekunde, wo du die nicht scheißen gehört hast. Ich lauf mal hoch und hol die Quests. Das Seltsamste ist, ich bin der Einzige, der irgendwann aus dem Channel rausgegangen ist. Die anderen sind komplett drin geblieben. Als ich wiedergekommen bin, war alles ruhig und keiner hat mir irgendwas gesagt. Warte, komm mal zum Eingang, was ist denn los? Ich komm nicht hoch. Unser Dudu steckt fest im Wasser. Hättest du auch wenigstens eine Sekunde warten können, bis ich da bin. Hätte aber warten müssen. Das beinhaltet warten. Und bei Barlo, von Barlo haben wir schon gelernt, Taktiken, die warten beinhaltet, funktionieren nicht. Ja. Ich konnte aus irgendeinem Grund nicht hochschwimmen. Die Oberfläche.